So, jetzt sind wir bei Tribe 9 der Demo. Ich habe jetzt erstmal noch einen kleinen Bildschirm. Es gibt's auf Englisch. Bitte verstehe, dass dies eine Demo-Version ist. Das ist uns klar. Akatsuki Games. Tokyo Games. Und ich hoffe, ich kann das Spiel noch groß machen. Ich kaufe jetzt mal die Waschmaschine. Okay. Wo kann ich denn jetzt hier die Einstellungen? Option hier. Ich hätte nämlich gerne Fullscreen. Weil der hat mir gerade nicht Fullscreen gemacht. Ja, das passt. So. Display ist Englisch. Main Volume schraube ich mal zur Sicherheit ein bisschen runter. So. Also die Background-Sounds klingen schon wie Danganronpa, oder? Ja, schon ein bisschen. So. Sterben auch Leute? So, die nächste Erwartung, die ich jetzt habe. Vielleicht. Ja, machst du auch was, Spiel? Downloading Assets. Was? Da hätte man mir eher mal was gesagt, dass ich hier noch was downloaden muss. Es kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Eigentlich sollte das kein Spiel machen und keine Demo, dass du dann noch extra Scheiß runterladen musst. Ich hoffe, das ist ein sehr cleverer Ladebildschirm. Und nicht, dass jetzt wirklich noch mehr runtergeladen wird, weil das finde ich ein bisschen komisch. Ja, was denn, Katze? Was denn, Katze? Ah, während das mal lädt, kann ich mal gucken, warum mein Bluetooth-Controller nicht Bluetooth reagiert. Ich habe nämlich momentan häufiger mal Probleme mit meinem Controller. Der sagt immer nur gekoppelt, aber nicht gebluetoothet. Das ist ein bisschen doof. Na, koppelste, koppelste, koppelste. Oder muss ich dich wieder entfernen? Ja, Katze. Ich darf den wieder mal entfernen. Und wieder hinzufügen. Und verbinden. Und er ist bereit. So. Der lädt immer noch, ey. Ich hoffe wirklich nicht, dass das ein Ladebildschirm jetzt ist, weil sonst wäre das längste war Ladebildschirm überhaupt. Ah. Also das hätte man mir auch eher sagen können, dass ich vorher noch mal schon mal starten sollte. Dann hätte ich das auch gemacht. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich habe übrigens auf Heavenly Grace jetzt noch einen vierten Favoriten gekriegt. Die Dame heißt Nianlof. Und sie ist scheinbar auch ein Has-Been-Hotel-Fan. Ich glaube, das haben Leute, die dieses Fanfictions lesen, so an sich, meinst du nicht? Ja. Ja. Aber du merkst halt, Leute, die halt sehr viel in dem Fandom unterwegs sind, die lesen halt gefühlt alles, was in dem Bereich kommt. Ob es jetzt nun ganz toll Gibt ja Bücher. auch nicht so viel Deutschsprachiges. Ganz viele schreiben ja nur noch in Englisch, weil sie in Englisch halt mehr Leute erreichen. Und sagen, ja, dann schreibe ich ja lieber in Anführungsstrichen Englisch mit sehr vielen Fehlern drin, da erreiche ich immer auch mehr Leute mit. Ich bin da eher so der Fan von, ich mache mir eigentlich nicht gerne die Arbeit für Englisch. Ich meine, ich könnte es in Google Translator reinballern. Aber ich habe halt Aber ehrlich es gesagt, wäre nie so gut wie der deutsche Text. erstens das und zweitens, ich habe keinen Bock, dann 18 Seiten Korrektur zu lesen. Ist ja das Nächste.
Weil Selbst wenn ich ich. das alles Korrektur lese, wären nachher immer noch Fehler drin und die Qualität wäre nicht halbwegs aus dem Deutschen. Es ist halt auch so ein bisschen das Problem für meine Visual Novel. Deswegen habe ich Yuki, die dann über das Englische nochmal drüber liest. Ich habe englischsprachige Leute, die dann nochmal drüber lesen und mir dann sagen, ja, hier, das und das bitte ändern oder oh, das verstehen wir nicht, weil das dann halt so eine typische deutsche Redewendung ist, die halt eiskalt übersetzt wird vom Translator, ne? Und da muss ich dann halt auch mal umdenken. Aber das hilft schon sehr, wenn du jemanden englischsprachiges hast, der dann drüber liest und dir dann sagt, naja, das hier solltest du noch ändern und das hier und das. Macht es ein bisschen einfacher. Sind das alles echte Spiele, die dort hinten die dort stehen? Also hier. Google, Train, Soccer, Weiß nicht, Baseball möglich. League, New World, New World, sagt mir was. Battle Quest, ich kenne nur Battle Chess. Guck mal, wir haben schon 50% erreicht. Ey, dass mir das aber auch jedes Mal in Aufnahmen passiert. Immer passiert irgendein Scheiß. Und dann lasse ich den Scheiß drinne, weil ich mir denke, dann sehen wenigstens alle, was für ein Scheiß ich erlebe beim Aufnehmen. Ach, Menü. Mich hat gestern übrigens jemand, ein VTuber auf Twitter angeschrieben. Ich war verwirrt. Und ich hoffe, es endet nicht wieder darin, dass jemand mir irgendwelche Sachen andrehen will, von wegen, ja, ich kann dir helfen hier, brauchst neue Avatare, bla blub, neuen Banner, dein Banner ist nicht cool genug, wo ich mir denke, fick dich. Mein Banner ist special. Das hat mein Kollege auch berichtet. Es gibt auch Leute, die anschreiben, ja, ihr könnt seinen Kanal ja professioneller aufziehen. Na, dies und jenes machen. Also, ja, nee, ist okay, ich mach das in so einem Hobby. I don't care. Ich hab keinen Bock, hier irgendwas in die Commission zu geben, was zu beauftragen, zu bezahlen. Ist mir echt egal. Der Mann. Ja, und dann heißt es meistens, ja, du musst auch nichts kaufen oder ja, ich mache dir auch ein besonderes Angebot, ich gebe dir Rabatt, ja, da, ja, da, ja, da, ne? Dann sitzt du da und denkst dir, boah, ich habe das einmal gemacht, einmal habe ich mich breitschlagen lassen, ne? Und ich bin ganz ehrlich, das, was ich bekommen habe, war am Ende das Geld nicht wirklich wert. Ich habe es eigentlich nicht so toll gefunden, aber ich wollte der Person dann auch nicht sagen, weil ich einfach zu höflich bin. Ja, nee, weißt du, es gefällt mir nicht. Ich bezahle das nicht. Ich glaube, ich war da viel zu höflich. Ja, aber ich meine, was ist das überhaupt schon für ein Einstellen, wenn man direkt auf Leute zugeht, so, hey, übrigens, ich will dir was verkaufen, das ist wie jemand, der an der Haustür klingelt und was verkaufen will. Ja, nee, will ich nicht, geh bitte. Und vor allem, wenn du dann halt noch schlecht redest, was der Streamer hat, das ist jetzt auch nicht so. Ja, das ist halt nicht jeder darauf aus, es möglichst professionell und beruflich aufzuziehen, ne? Also, wenn ich das als Hobby mache, dann werde ich vielleicht nicht sagen, jo, ja, ich mache das so als Hobby, aber ich gebe erstmal 300 Euro für ein Logo und 700 Euro, 1000 Euro für ein YouTube-Avatar aus. Ja, vielleicht mache ich das nicht, wenn das nur ein Hobby ist, weil das auch eine Menge Geld ist. Das ist es. Weil ich habe zum Beispiel keine Lust, für einen YouTube-Charakter übelst viel auszugeben. Da nutze ich lieber Ja, das das ist, Kosten. das sagt jetzt auch über den Dienstleister, der rumläuft und gezielt Leute sucht, denen er seinen Kram verkaufen kann. Das sagt dir ja auch schon alles. Das ist, als wenn bei dir der Typ, der bei euch das Obst verkauft, der Typ, der würde, hey, willst du einen Apfel kaufen? Oder der Autofahrer, hey, willst du ein Auto kaufen? Wie sieht's aus? Gebrauchtwagen, 1500 Rücken? SpongeBob-Folge. Schokolade, Schokolade! Da wird wenigstens noch laufen. Schokolade finden alle gut. Na. Eieiei. Nicht mal Danke an Romper hatte solche Ladezeiten, ey. Derzeit kann ich jemanden die Schuhe besohlen. Fällt mir ein, morgen muss ich wieder Ace Attorney streamen. Yay. Da bin ich dann wieder. Nee, morgen bin ich nicht Richter Flauschebart, aber es könnte sein, dass ich wieder Swag brauche. Frag nicht.
Ach komm, leide leise. Leide leise. Nein, ich mag Ace Attorney den dritten Teil tatsächlich sehr. Bei Ace Attorney mag ich halt nur nicht so sehr, weil ich habe ja mal irgendwann angefangen, die Charaktere so ein bisschen mit Stimme und so zu sprechen, ne? Und der Richter, der hat dann halt, weil er so ein alter Opa ist, so eine ganz tiefe Stimme gekriegt. So eine tiefe Stimme hier. Ja. Und dann sitzt du da und sprichst den Richter. Herr White, was meinen Sie damit? Und das stundenlang. Aber er ist die einzige Stimme, die ich immer replizieren kann. Egal in welchem Stream, ich weiß immer, wie ich ihn gesprochen habe. Alle anderen Charaktere sitze ich jedes Mal da und denke mir, ah, wie war seine Stimme nochmal? Ja. Oh, guck mal, wir sind fast fertig. Tribe 9. Hat das Ding Controller? Oh, es hat sogar Controller-Funktion. Oh! Ich bin happy. Bist du glücklicher, dann klatsche in die Hand. Bist du glücklicher, dann klatsche in die Hand. Ja, lädst du? Okay, es lädt. Ich bin gespannt auf die Demo. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen Werbung dazu auf Twitch gesehen. Twitter. Nun dann. Lass uns heute mal ein bisschen Spaß haben. Oh, Held Koronaka, du bist zurück. Ich habe immer über dich gewacht. Komm, fange heute dein Abenteuer an. Was ist los? Okay. Hast du vergessen, was du tun wolltest? Ja. Verstanden. Dann hör gut zu. Ich werde es nochmal erklären. Du wurdest beauftragt, von mir zu dem Itemhändler im Dorf zu gehen, um ein paar Kräuter für mich zu sammeln. Geh einfach den Weg geradeaus nach unten und du wirst das Dorf erreichen. Hast du das verstanden? Geh zum Itemhändler und erinnere dich daran, deine Brieftasche mitzunehmen. Weißt du, unten, das sieht auch schon aus wie Danganronpa, hier diese kleine Leiste unten, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe dann auch auf dem PC gespielt. Okay. Ich Bist habe du doch keine bereit? Konsole. Bist du bereit? Dann ziehe los, Held Kurunaga. Die Statue verarscht mich doch, oder? Ich habe das Gefühl, das Spiel verarscht mich gerade. X. Als ich dich das erste Mal gefunden habe, hast du deine Erinnerung verloren an diesen regnerischen Tag. Es war wirklich überraschend. Wer hätte gedacht, dass du ein Held bist? Du bist stärker geworden und hast den Dämonenkönig besiegt. Koronaka. Hast du dein Training für heute beendet? Du hast so hart gearbeitet und bist ein verlässlicher Held geworden und hast den Dämonenlord besiegt. Irgendwie glaube ich nicht, dass das alles ist. Ich bin kein böser Schleim. Der Händler ist von Tontöpfen umgeben. Siehst du? Ich bin ein guter Schleim. Miau? Ja. Miau! Okay. Ups, du hast mich gefunden. Ja, ich bin der Itemhändler. Du bist wegen ein paar Kräutern hier, nicht wahr?
Lady Göttin hat mir bereits die Information gegeben. Das sind 12 Gold für ein Kraut. Wünschst du sie zu kaufen? Nein? Kuronaka sagte dem Itemhändler, dass er nicht genug Gold hat. Was? Du hast nur 10 Gold? Wie rücksichtslos von Lady Göttin. Na schön, du kannst sie für 10 Gold haben. Danke. Danke für deine, ja, für deine, für deinen Besuch. Ich freue mich schon darauf, dich wiederzusehen. Das Spiel hat gerade geglitscht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Großartig, du bist zurück, Held Kuronaga. Hier ist dein nächster Befehl. Hör gut zu. Du brauchst sie nicht? Hast du etwas gesagt? Brauchst du die Kräuter nicht? Ich habe sie doch zurückgebracht. Du kannst nur mit Ja oder Nein antworten. Unmöglich. Also wir sind der stumme Held, der eigentlich sonst nur Ja und Nein sagt. Ja und Amen. Ich verstehe jetzt. Ich habe meine Gründe, warum du das tun musst. Das ist zu deinem eigenen Besten. Das ist alles, was ich dir für den Moment sagen kann. Du glaubst es mir doch, oder nicht? Nein. Ah, wie schrecklich von dir. Ich verstehe nicht, was du sagtest. Du glaubst mir doch, nicht wahr? Nein. Oh, wie schrecklich von dir. Ja. Gut, und nun werde ich dir den nächsten Auftrag geben. Geh und untersuche die Tontöpfe auf der anderen Seite der Brücke. Lass mich zuerst den großen Stein, der deinen Weg blockiert, beseitigen. Oh Mann, dieser große Felsen ist zerbrochen. Du bist jetzt bereit. Nun gehe, Held Kuronaga. Ich glaube, der läuft gerade langsamer als... Es wäre mir doch egal, was die Lady gerade sagt. Hier sind Tontöpfe, also untersuche ich die Tontöpfe. Wetten, wir sind in dem Spiel gefangen. Die Göttin verarscht uns eiskalt, garantiert. Die Göttin verarscht uns sowas von... どうして俺にこんなことをさせているんだろう。魔王を倒す勇者って言われても、一度も村の外には出してもらえてないし。そういえば、俺、いつからこの村にいるんだっけ。ほんの数年前のはずだけど、何も思い出せない。村に来る前のことも、来てからのことも。 本当に勇者であってるのかな。ここに来る前、俺はどこで、何して。だめだ。昔のことを思い出すと気分が悪くなってくる。おっか
しいな。こっちの方だと思ったんだけどな。ねえ最後、この辺で美味しそうな匂いしたよね。知らん。俺にお前のような嗅覚はない。それより予定の時刻を過ぎている。さっさとランデブーポイントへ向かうぞ。はーい。なんだ今のやつら。空飛んでたよな。Das sah nicht nach Fliegen aus. でもそんなバカな話。疲れてるんだろうか。Das wäre der Punkt, wo ich versuchen würde, von der Brücke zu springen. Weißt du, was ich meine? Aber das Spiel gibt mir einen festen Weg. Und er sagt nicht, spring von der Brücke. Großartig, du bist zurück, Held Kurunaga. Megami-sama. Was ist denn das Problem? ついさっき、あっちの方で空を歩いてる人がいて。Ich verstehe. Das hast du gut gemacht. Hier ist dein nächster Befehl. Hör gut zu. 本当に見たんだ。話を聞いてくれ、女神様。Hey, Kurunaga, du musst dir keine Sorgen machen. Sie sind alle Bauern in meinem Spiel. Ich sehe sie alle sehr deutlich. Yo, Kurunaga, egal was passiert, du wirst immer mein bester Spielkamerad sein. Nani wo itte? Nanda? Das Spiel ist kaputt. Weltraumstation, Gegenstand unbekannter Explosion passiert. Kurunaga, alle Mitarbeiter, sofort zum Ort zurück. Wiederholen. Weltraumstation, Gegenstand unbekannter Explosion passiert.構成員は全員直ちに現場に向かってください。衛生管理？爆発って何のことだ？今の。Hey, Kurunaga, du musst dir keine Sorgen machen. Es sind alle Bauern in meinem Spiel. Ich kann sie alle deutlich sehen. 女神様、そのセリフさっきも言って。Yo, Kurunaga, egal was passiert, du wirst immer mein bestes.Spielzeug. Mein Spielpartner sein? Immer. 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 AI. 6-5. Megami-sama! Komm. So, Held. Oi. Uso daro. Ittai nani ga okiteru nda?Sieht ein bisschen aus wie Missing No Town. Als hätte jemand einfach den Missing No Glitch benutzt. Mura no hito tachi ga tare mo inaku natteru.Mura no soto e itte miyou.行って、そこに何があるのか確かめるんだ。Oh nein! Keine Antwort. Keine Antwort. Da passiert nichts mehr. Wir geben nicht mehr, keine Antworten mehr.Krieger! Gott sei Dank, dir geht es gut. Oh, wer sind diese Leute? Ich habe sie noch nie gesehen. Das sind die, ich weiß nicht mehr, was Henchman heißt. Gehilfen. Das sind die Gehilfen des Dämonenlords, Feinde des Dorfes. Was?
Das sind diejenigen, die... Kimi wa moshikashite... Kazuki. Ah, azukatta shashin to onaji da. Kare wa osoraku Tsuki-chan tachi no... Wovon redet ihr? Wer zum Teufel seid ihr? Ma, ochitsuki na yo. Boku tachi wa Kimi wo tasuke ni kita da. Tasuke ni kita da tte? Hito goroshi ga nani wo itte run da? Kono hito tachi wa... ついさっきまで村で平和に暮らしてたんだぞ。待て。話が噛み合っていないようだ。Mir kommt der Sprecher bekannt vor. Ich glaube, die haben dort wirklich gute, teure, bekannte Synchronsprecher benutzt. 洗脳かな。あの男の性格なら、そのくらいやっていても不思議じゃない。なんだ。こいつら。Lass dich nicht hereinlegen, Held Kuronaga. Das sind die Gefolgschaft des Dämonenlordes. Kimino Name. Kuronaka Yo-kun. De atteru? Ach, sie hat von uns nicht Yo wie Hey Kuronaga gesagt, sondern Yo Kuronaga. Kuronaka Yo. それは間違いないけど、ヨウ、ヨウって誰だ？そういえば、反応がなくなる直前、目が…あれ？予想は外れかな？それとも記憶まで消されているのか？ Worauf wartest du?Hilf mir, alle anderen zu rächen. Ach, sei ruhig. Jo. Lass mich dir eine weitere Frage stellen. Yo Kuronaga. Sagen dir die Namen Tsuki Iroha und Sui Yakumo irgendwas? Iroha. Tsuki. Yakumo.何なんだよ。何だよこれ。何なんだよこれ。どうして。さっきまで家だったものが。Entschuldigung, Japaner reden so viel. おもちゃみたいに平べったくなってるんだよ。Oh, das ist ein nice Turn. Das ist schnell eskaliert. Uh-huh, und das ist ein nice Turn. Wow, die haben einfach aus der ganzen Stadt ein Spielfeld gemacht.Siehst du, das ist Danganronpa-Style. Mhm. Ich würde sagen, die Macher waren mit dran beteiligt. Aber sie sind zumindest Fans. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Fans sind. Ich weiß nicht, ob man für Artstyle irgendwie auch Problem kriegen kann. Schwierig. Schwierig, fast gar nicht möglich. Weil du kannst halt einen Artstyle quasi nicht schützen. Das ist super, super schwierig.Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht irgendein Mitarbeiter, der mal bei Spectrumsoft gearbeitet hat und dann die Firma gewechselt hat oder eine eigene aufgemacht hat. Aber es muss irgendwie, die Firma muss irgendwas Großes sein, weil sonst könnten die nicht, warte mal. Ich bin mir sicher, die haben Sprecher, die recht bekannt sind. Also japanische Sprecher.Wie hieß dieses Spiel nochmal? Moment, wie hieß es? Tribe 9, okay. Weil die Sprecher kosten ja auch Geld und die kannst du dir nicht als kleines Indie-Entwickler... Tribe... Das stimmt natürlich. Nein, Sprecher... Ach, ich mach mal einfach Seiyus.
Also das Studio ist schon mal Akatsuki Games Inc. und Tokyo Games. Vielleicht kriege ich noch irgendwo was anderes raus. Es ist ein Action-RPG des Danganronpa-Schöpfers. Meine weiteren Fragen, Euer Ehren. Ja, aber trotzdem, ich würde jetzt mal die Seiyus. Also damit haben wir ja alles geklärt und ich weiß, was dann wieder auf meiner Spieleliste steht. Ich muss zwar noch Detective Raincoat. Katze! Es wäre ganz nice, wenn du mir nicht immer alles wegschaltest. Ja? Tribe Nine. Es gibt einen Anime zu Tribe Nine. Was? Das ist nicht derselbe. Oder? Doch. Es scheint dasselbe zu sein. Es ist auch Danganronpa-Style. Es ist Danganronpa-Style, aber es sieht nicht aus, als wenn irgendein Charakter hier aus dem Spiel dabei ist. Nope. 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 Aber definitiv hat es Danganronpa-Style. Aber sie ja, zeigen überall nur die TV-Show. Moment. Tribe Nine Kamiya? Oh, ist hier Roshikamiya wieder dabei? Der ist ja gefühlt überall. Oh, da haben wir's. 17 Charaktere, ja, ich akzeptiere. Jo, also unser Held ist von Chiaki Kobayashi. Suyakumo ist 8 Minutes. Junichi Suwabe. Große Nummer. Mal gucken, kenne ich noch irgendeinen? Kenichiro Matsuda. Sagt mir auch was. Toshiyuki Morikawa. Ich glaube, der war auch jetzt nichts Kleines. Also ja, es sind schon größere Namen mit dabei. Gerade der olle Schwabe. Und ja, ich nenne den Suwabe Schwabe. Moment, die Katze hat mir hier ein bisschen was weggenommen. Was geht hier vor sich, Kriege? Ist der wieder normal? Nun, euer Held scheint wieder zu Sinn gekommen zu sein. Was werdet ihr jetzt tun? Wäre mein Notfall. Ich fordere Rückenwind? Fordere Verstärkung an. Ich fordere Verstärkung an. Hey, was macht ihr da? Du hast wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber seid ihr sicher? Ich werde dich in 0, nicht schlafen legen, also kehre zu deinen Träumen zurück. Neues Feature ist entlockt. Ein Kampf. Ist das so ein Strategieding? Oh, wenn das so ein Strategieding bin, dann bin ich voll lost. The Basics. In Neo-Tokyo. Sailor Moon, du hast uns alle verarscht. Man hat sofort die Vibes, ne? Ja, komm. Ach, verdammt. Autsch. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. So komme ich hier nicht voran. Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Kampf ist, den ich überleben soll. Ich glaube eher nicht. Bitte sag mir nicht, dass das ein Kampf hätte sein sollen, den ich gewinnen muss. Wäre es eine harte Lernkurve. Aha. Aha. Das wird eine harte Lernkurve. Ich glaube, das wird eine harte Lernkurve. Alter. Diese Lernkurve ist echt hart. Wer will mich so sehen die ganze Zeit? Ich glaube, das Spiel wird definitiv noch einen Very Easy Mode brauchen. Für mich. Nicht nur für dich. Du willst es auch gerne spielen, ne? Aber gerade macht dir der Gegner Angst. Ja, ich kenne mich. Ich auch. Oh, der hat aber auch. Hat aber auch noch einen Wumms drauf. Ich meine, der Angriff, der macht mir jetzt nicht so, ne? Das Problem ist, ich kann jetzt... Wollten doch nicht etwa ein Elden Ring oder Dead Dingens hier machen. Und dann haben sie das hingekriegt. Hier musst du echt mit Timing arbeiten, sonst. Ja, sonst bist du am Arsch. Uff. Vor allem, der nimmt auch so viel Schaden. Ja, der haut dich richtig schnell um, ne? Ja. Ich bin noch nicht mal richtig im Spielen und schon. Alter Schwede. Ich glaube, das wird so ein recht frustrierendes Ding jetzt gleich werden. Weil ich habe eine echt ganz niedrige Frustrationsgrenze. So, und jetzt... Der macht doch noch einen Double Dash. Weggekommen. Ja.
Autsch. Das war nicht gut. Da bin ich nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Wenn der nicht so viel Aua machen würde. Weißt du? Ja, er haut halt wirklich fest zu. Oh. Guck mal, wie viel ich ihn bisher abgezogen habe. Ich glaube, du musst im letzten Moment dashen. Ah, verdammt. So ziemlich im letzten Moment, wenn er aufschlägt, dann kannst du das wie so... Ich weiß nicht, ich würde nicht mal sagen, wie ein Counter richtig machen, aber... Eieiei. Weißt du, wir schaffen den? Für mich bräuchte es einen Easy Mode. Ich bin da überhaupt nicht frustriert. Ich bin auch richtig schlecht bei sowas. Aber das ist ein Grund, warum ich die ersten Teile von God of War als Let's Play gesehen habe, anstatt sie selber zu spielen, weil ich genau weiß, das ist nicht mein Game. Ich habe im Gameplay keinen Spaß und ich werde so rumkrebsen und so viel rumkotzen dabei. Ja, für mich. Ich habe mir einfach angesehen von jemandem, der locker flockig durchspaziert. Ja, für mich würdest du wahrscheinlich auch einen Easy Mode brauchen. Weil ich ja eigentlich die Danke an Romper-Sachen schon sehr liebe. Für die Story und nicht für hartes Gameplay. Ja. Ah, scheiße. Das ist halt, wenn du dann so nah dran bist, macht er dann plötzlich auch nochmal diesen Pass-auf-Move. Verdammt! Falscher Knopf! Ah, Mami! Ich soll ein Held sein? Wenn jetzt der Heldenhaft schon ist, wegzulaufen die ganze Zeit, dann ja, dann bin ich ein Held! Vom Erdbeerfeld? Ah, verdammt. Weißt du, was ich meine? Er macht manchmal, nachdem er schon diesen einen Max gemacht hat, macht er einfach nochmal einen Max. Das ist echt mies. Und ich komme aber hier auch nicht aus dem Spiel mehr raus. Das heißt jetzt High or Fly, ne? Ich würde ja gerne wenigstens eine Entwicklungskurve bei mir sehen. Aber ich sehe gerade halt noch absolut keine Entwicklungskurve. Außer, dass ich hier rumlaufe und mir denke, ich könnte jetzt noch jemanden brauchen. Sag mir Bescheid, wenn du die Entwicklungskurve entdeckt hast. Ah, nee, das war zu spät. Sorry, aber nee. Du hast noch keine Entwicklungskurve entdeckt? Nicht so richtig. Dammisch. Also wenn ich die Hälfte runter habe von seinen LP, sage ich, ich habe eine Entwicklungskurve entdeckt. Am besten, wenn ich noch keine LP verbraucht habe. Ich darf nicht zweimal dashen. Das ist das Einzige, was ich entdeckt habe, nicht zweimal dashen.
Also sonst bist du zu weit entfernt. Das kann Stunden dauern, ne? Fuck. Es wäre schön, wenn du durch so einen Dash wenigstens Energie gewinnen könntest, weißt du? Also wenn du einmal so einen... Ja. Nee, ich glaube, in der Form ist das Spiel noch nichts für mich. Um es mal so zu sagen. Switch Target. Kann ich nicht switchen. Also ich glaube, in der Form ist dieses Spiel tatsächlich noch nichts für mich. Es ist schade, dass ich sagen muss, das Spiel ist einfach zu schwer für mich gerade. Es ist wirklich... Ich würde gerne... Ich würde gerne mal sehen, aber ich kann halt auch, ich komme hier halt auch nicht wirklich raus. Ich kann nur Challenge Again machen. Entweder ist es mit Absicht schwer gemacht, dass die ganze Demo halt nur dieser eine Gegner ist, was ich mir gut vorstellen kann. Und dass wenn du den Gegner halt besiegst, yay, muss man warten, wie das Endfinale, also das Endprodukt aussieht. Aber wenn es für fürs Endprodukt keinen Schwierigkeitsgrad gibt, wird es wohl eins der Spiele sein von Danganronpa, von den Danganronpa-Macher, die ich aussetze. Leider Gottes. Dito, hätte bei mir auch überhaupt keinen Sinn. Wie geht's mit dir? Vielleicht kann uns ja einer in den Kommentaren sagen, hey, ich habe den in der Demo besiegt, und dann bitte was für ein Tipp, ob's wirklich so Souls-like-mäßig werden soll. Ich meine, Action-JRPG schön und gut, aber... Leute, wenn ihr wollt, dass eure Zuschauer eure Geschichten genießen, macht's nicht bockenschwer. Außer eure Herausforderung ist, es soll bockenschwer sein, weil euch scheißegal ist, dass die Leute die Story genießen. Aber dann baut keine gute Story ein, sondern irgendwas Seichtes. Ich glaube, Elden Ring... Ja, es gibt ja auch Leute, die mögen beides, ne? Ja. Jedem, was ihm gefällt. Ja, das Problem ist halt nur, du versperrst halt ganz vielen Leuten die Story, wenn du unbedingt willst, dass viele Leute... die Story sehen, wenn du das Bocken schwer machst. Ja, klar. Das glaubst du, ob ich die Story von Elden Ring nicht kenne. Mhm. You get it, guess. Ja, aber Elden Ring ist halt wirklich so, Elden Ring wie Bloodborne oder wie hieß es, Dark Souls? Dark Souls. Die haben eine sehr seichte Story. Die haben sehr viel zwischen den Zeilen, habe ich so gehört. Mhm. Die haben sehr viel Lore zwischen den Zeilen, eine seichte Story. Da ist aber die Story auch nicht der Vordergrund. Und was ich jetzt hier bisher in der Demo gesehen habe, kann ich mir schon vorstellen, dass man will, dass jemand die Story genießt. Und ich hoffe deswegen ernsthaft, dass es nur jetzt die Demo so ist, aber das Endspiel im Prinzip einen Schwierigkeitsgrad haben wird. Weil sonst hat jemand, ist das Spiel für mich verloren. Und dann soll sich der Macher aber auch bitte nicht beschweren, dass niemand seine Story spielt. Naja, gut. Das war's jetzt auf alle Fälle mit Tribe 9. Gott. Ja. Ich glaube, wir machen für heute mit Demos Schluss. Schreiben uns nur noch ein bisschen und ich werde jetzt noch ein paar Demos fertig machen, damit sie nächste Woche auf dem Channel sind. Ich danke dir, Delis, dass du mich bei den Demos begleitet hast. Danke fürs Mitnehmen. Ich habe noch ein paar, die werdet ihr noch in Zukunft auf dem Kanal sehen. Aber vielleicht ohne Delis. Außer ihr wollt Delis. Außer die Fanfiction-Autor-Geschichte, die werde ich mit Delis zusammen machen. Weil da haben wir jetzt schon so viel Blut und Liebe reingesteckt. Und vielleicht auch... damit gefangen, ne? Genau. Vielleicht nehme ich dich auch weiter mit auf Save the Villainous, die Demo. Müssen wir mal sehen. In diesem Sinne, ihr lieben Zuschauer, wir danken euch fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.